Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anderel. Und heute werden wir einen Dieb töten. Und irgendwas sieht mich doch hier. Ich will dich auch sehen. Lass mich dich auch sehen. Erschütterter Keller. Da ist unser Kopfgeld drinne. Und wir brauchen das Geld dringend. Ach, komm. Nur das Schwert ist nicht schlecht. Nur leider wird es irgendwann den Geist aufgeben. So, da hinten müsste unsere Quest sein. Das heißt, wir gehen in die Richtung. Und kriegen ein bisschen Müll. Cool. Alchemie, die ich sowieso nie benutzen werde. Oder selten, sagen wir es so. Ich meine, Alchemie ist ja schon nicht schlecht. Da können wir Gifte herstellen. Die schon echt nicht schlecht sind. Wie könnt ihr mit den Ratten zusammenleben? So widerlich. Ach komm, stirb. Gib mir ein paar Gewürze. Salze oder so. Jetzt hör auf den Boden zu spucken. Was ist denn los mit dir? Alter. Hast du irgendwie schlecht gegessen oder so? War dein Döner verdorben? Ich bin doch gerade erst runtergekommen. Okay. Meine Schleichkünste sind noch nicht perfekt. Ich höre mal auf, den ganzen Scheiß mitzunehmen. Muss ja nicht sein, ne? Aber ich würde gerne mehr Zutaten mitnehmen. Essen ist hier verdammt wichtig. Konnten wir bei Skyrim damals noch auslassen. Aber ich hätte es mir gewünscht, dass es da auch der Fall wäre. Aber es gibt ja Mods dafür. Aber damals habe ich auf der Xbox gespielt. Und nicht so viel Erfahrung mit Mods gehabt. Sonst hätten wir richtig viel Spaß gehabt. Ich kann es euch sagen. Na, das glaube ich mir doch mal. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann doch schon gut schleichen. Warum tut ihr mir das an? Zum Glück habe ich Küstenbrot. Ich habe Küstenbrot geklaut, ich weiß es. So, hier. Lass mich raten, ich bin nicht satt. Zwar, wie hungrig bin ich eigentlich? Zieh mir nur eine Kartoffel rein oder was? Ach, außerhalb von Kämpfen. Okay, wir haben einen Kampf vor uns. Wie der Biss eines Flohs. Ey! Du Sack. Verdammt! Jetzt heile ich mich. Bullshit. 7 Schaden. Außerhalb von Kämpfen, das muss ja jemand erstmal wissen. Hast du Salze hier? Holzschlüssel, Holzschlüssel. Ist ja nichts. Oben ist auch nichts.
Habt ihr Salze hier? Oh, Wein. Den... Auf sie! Nein! Den Wein kann ich bestimmt gebrauchen. Bullshit. Wie können die mich sehen? Ich bin nahezu unsichtbar und liegt das in meiner schweren Rüstung. Leicht, leicht Schmuck, leicht. Okay, verzichten wir erstmal drauf. Komm, gib mal den liebe Lederhelm her. Ich hab das Gefühl, das lag daran. Nee, ich kann einfach nichts kochen. Überall fehlt mir Salz. Eine Grundzutat, die mir fehlt. Gib mir den Knoblauch her. Du brauchst den nicht, ne? Jetzt müsste ich wieder unsichtbar sein für die Augen der Gegner. Scheiße. Nein. Okay, so viel zum Thema unsichtbar. Aber ich lasse die Schwerrüstung doch lieber weg. Einfach nur sicherheitshalber. Ich habe keinen Mana mehr. Ich hab verwirrt, durch die Gegend zu laufen. Kämpfe. Amethyst. Und schwere Rüstung. Naja. Muss ein bisschen mehr auf Schleichen gehen. Ein paar Seelensteine, sehr schön. Gesegnete Lederhandschuhe. Zauber der Lichtmagie benötigt 7% weniger Mana. Aber Birken verursachen Schaden ist mir doch lieber. Na gut, dann sind wir hier durch. Geben wir mal die Quest ab, holen unser Geld. Kaufen uns noch mal ein bisschen Bogenfähigkeit. Schleichen müssen wir auch noch kaufen. Wir brauchen so viel Geld. Es ist unglaublich. Aber so erfahren wir wenigstens ein bisschen was über das Spiel, sehen ein bisschen was. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur irgendwie zurückkommen, ne? Ich frage mich, ob sie den Skript für die Drachen auch übernommen haben. Dass die Drachenangriffe kommen. Oder dass sie irgendwas damit angestellt haben, vielleicht. Man weiß es nicht. Groschen. Bams. So. Schatten des Windes. Ihr kassiert das Kopfgeld. Sehr schön. Meditation, bitte. So, was haben wir da? Starke Sehne. Bögen richten weitere 10% mehr Schaden an. Oder alle Schlösser sind 20% einfacher zu knacken. Ja, wir machen erstmal Schaden, oder? Was haben wir hier noch? Feuerpfeil, Adlerauge, Feuerpfeil.
Das ist schon echt cool, ne? Wir machen jetzt mal den Schaden voll. Hallo? Ich kann mich hier gar nicht ducken. Darf ich das etwa nicht? Ihr habt diese Erinnerung bereits freigeschaltet. Wieso? Stufe 2. 7% erhöhte Chance auf kritische Treffer. 45 Sekunden Wirkungszeit. Ah, es wird immer höher und immer höher, ne? Hinterhältig. Die Wahrscheinlichkeit, mit der euch Gegner im Schleichen erkennen können, sinkt um 15%. Eure Preise bei Händlern verbessern sich um 7%. Ah, es ist fraglich, was ich zuerst machen soll. Ich würde gerne Richtung Pfeile gehen. Feuerpfeile wäre echt geil, ne? Zwei verbleiben. Ich weiß ja nicht. Haben wir hier noch? Leichte Rüstung um 70% wirkungsvoller. Hinterhältigkeit. Machen wir das erstmal. Kehlenschnitt. Greift ihr aus dem Schleichen heraus an, habt ihr eine Chance um 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer. Nice. Gut, ich habe alles verwendet, was ich hatte, ne? Gut, das hat uns jetzt um einiges stärker gemacht. Freut mich. Wir gehen zurück. Und hoffen wir mal, dass sich das gelohnt hat. Ach ja, Ladezeiten. Deswegen wollte ich auch später erst herkommen. Aber wir haben uns gerade um einige stärker gemacht, vor allem schleichmäßig werden wir jetzt schwerer zu entdecken sein und ich muss da auf jeden Fall noch ein paar Punkte reinsetzen, das geht nicht anders. So. Kopfgeldauftrag suchen. Es wird zur Vorsicht geraten, in der schimmernden Mine nahe des Dorfes Flussheim wurde ein Trollrudel gesichtet. Angeführt wird das Rudel von einem weißen Troll. Eine Belohnung von 200 Groschen wird an die Wegestreuerseele ausgezahlt, die nachweislich für dessen Ableben sorgt. Ich brauche Geld. Hm? Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, ich möchte gerne Lehrling-Fernkampf haben. So, 30 Stück brauchen wir davon noch. Ja, hoffentlich kommen die neuen Rüden bald. Wir machen jetzt noch einmal einen Killerauftrag hier, den hier. Und dann kümmern wir uns um andere Quests. Ich möchte auf jeden Fall zwischendurch mal diese Quest machen, einfach nur um Geld zu kriegen. Um uns neue Punkte zu kaufen, weil 200 Groschen, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Ich bin jetzt darauf angewiesen, sowas zu machen. Aber wer weiß, vielleicht gefallen euch diese Aufträge ja. Ich meine, wir erkunden dadurch ein bisschen was. Ist sie böse? Ja. Wart mal. Lass mich mal kurz hier wieder zurückspringen, ja? Kurz beklaut und zurückgesprungen. Du Lappen. Mir fehlen einfach die Worte. Krieg ich wenigstens die Erfahrung? Offensichtlich nicht. Was ist mit meinem Feuerschaden? Achso, erst wahrscheinlich, wenn ich die Fähigkeit aktiviere, oder was? Ich nehme es an. Ich möchte gerne zu dem Pilz da hinten hin.
Na komm, ich bin der Hochbackmeister. Na, so geht's auch. Keine Ahnung, wo der Feind ist. Würfel laufen mir irgendwo herum. Ich finde es ein bisschen asozial, dass ich die Erfahrung nicht bekommen habe. Aber naja, gut, muss ja nicht sein, ne? Ich bin ja gerne unterlevelt. Wie weit muss ich laufen? Das ist jetzt so ein naher Flusshain? Ist das dein Ernst? Na gut, wenn wir da angekommen sind, werden wir vielleicht noch mal andere Quests machen. Ach, die Wölfe. Sie melden sich mal wieder. Und tötet den Hasen. Oh, ein Pilz. Und hier in der Nähe müssten wahrscheinlich noch andere Quests sein, die können wir auch direkt mitmachen. Müssen wir nicht unzählige Male hier langlaufen. Hier ist ein Stall. Halbe halbe wäre nur gerecht gewesen. Quatsch! Es hörte sich so an, als würdest du irgendwie einen Deal vereinbaren wollen. Aber offensichtlich nicht. Offensichtlich willst du fighten, ja? Oh yeah! Gehen wir mal auf Mana. Ein Flammenstoß, der 5 Schaden pro Sekunde verursacht, brennende Ziele erleiden mehr Schaden. Nice. Mana regeneriert sich 10 Punkte schneller, aber hat einen guten Wert. Ja, ich drück schon H. Hier, komm, sei zufrieden. Fernkampf auf 20. Geisterwolf. Eisenschwert. Ein Erfahrungspunkt gratis. Den nehme ich doch sehr gerne an mich. Wo war der immer? Hier, ne? Oder? Ja. Oder hier? Ich sehe ihn gerade nicht. Wo habe ich ihn nochmal gefunden immer gehabt? Da oben. Ein Erinnerungspunkt, jetzt haben wir 2. Könnten wir eigentlich direkt mal ausgeben, ne? Theoretisch. Nein, das gehört leider nicht dazu. Kann ich leider nicht zusätzlich drauf tun. Na gut. Aber schönen Hof hattest du hier. Ich hoffe, es war nicht so schlimm, dass ich dir den Hof gemacht habe. So, das nehmen wir mal mit. Der Schlechter von Ark. Buch 2. Sehr schön, habe ich das zweite Buch jetzt zum Lesen. Nice one. Aber erstmal muss das erste ja veröffentlicht werden. Aber ich glaube, bis heute habe ich das schon längst gemacht. Bin mir nicht so sicher. Je nachdem, wie viel ich Zeit hatte. Oh. Ich wollte meine Fähigkeit einsetzen. Gut, dann brauchen wir die 2 Punkte. Feuerpfeil. Gewährt euch eine Handvoll Feuerpfeile. Aber wann bekomme ich die? Immer wenn ich die Fähigkeit einsetze? Bogen verursachen 20% mehr Schaden, solange eure Ausdauer über 50% beträgt. Keine Frage. Ah, habe ich schon. Adlauge. Ranzoomen. Perfekt. Mehr Schaden. Krass. Das nehme ich doch gerne.
So, und solange der Ladescreen ist, schütte ich mir was zu trinken ein. So, wie sieht das jetzt mit den Feuerpfeilen aus? Habt ihr auf jeden Fall nicht hier drin. Gut. Habe ich jetzt die Feuerpfeile am Start? Komm her, ich muss testen. Keine Ahnung. Muss ich auch irgendwie irgendjemanden testen hier können. Na gut, testen wir es gleich. Jetzt ist der Buff sowieso fast weg. Lauf doch weiter! Penner. Oder ist das... Feuerpfeil. Erzeugt bis zu 5 Feuerpfeile in eurem Köcher. Ich verstehe. Bleib doch stehen, ich muss es testen. Aber Feuerpfeile, nicht schlecht. Gefällt mir. Ich habe eigentlich gedacht, es ist so eine passive, dass es passiven Feuerschaden macht, aber das ist auch. Bleiben die quasi erhalten? Kann ich mir so Feuerpfeile stacken? Moment. Wenn ich mir Feuerpfeile stacken kann, ist das natürlich geil. Nein. Können wir nicht. Schade. Ach, hier waren wir doch schon mal drin. Da ist also Nummer 1, ja? Wie ich erstmal am Schnelllaufen bin. Das ist saugeil. Da werde ich meinen Spaß haben, Alter. Damit werde ich meinen Spaß haben. Scheiße, ist das geil. Na gut, in der Höhle waren wir sowieso schon. Geile Nummer, Alter. Einfach mal fette Feuerpfeile, die explodieren. Gut, hätte ich wahrscheinlich direkt Feuermagie machen können, aber ich finde das cool. Und dadurch, dass wir jetzt durch die über 50% Ausdauer so viel Schaden machen, müssen wir auf jeden Fall mehr auf Ausdauer gehen. Damit unsere Ausdauer immer gleich bleibt. Ja gut, gucken wir erstmal an, was für noch mehr Quests hier gibt. Die Lehre. Der Wanderer erzählt von einem Meuchelmörder, der sein Handwerk mit Entropie und Psionik verband. Okay. Okay. Und jetzt? Nix. Cool. Cool, cool, cool. Wenn ich in Enderils Wildnis überleben will, muss ich meine Fähigkeiten ausbauen. Vielleicht kann ich in der Bibliothek, in Bibliotheken, Ruinen oder durch Gespräch hilfreiche Hinweise finden. Silas zeigte mir eine Art Schatulle. Ah, das ist wahrscheinlich auch wieder ein Rätsel, ne? Dafür müssen wir zurück dahin. Na gut. Alle Bände ist schlechter. Fremde Horizonte. Ja, cool. Wir haben gar nicht mehr so viel hier. Ich habe nicht gedacht, wir haben 50.000 Nebenquests, aber anscheinend nicht. Komm, gehen wir zurück. Wir haben ja in der Stadt noch Quests. Ich hätte schwören können, dass ich noch mehr Quests habe.
Also, das schien wohl nur so. Eisvögel. Dann gehen wir zurück und werden uns mal um die Schatulle kümmern. Was hast du für ein bunter Hase, Alter? Aber das Schöne ist, Feuerpfeile und das andere Ding, das können wir ja irgendwie einsetzen. Also, ist jetzt nichts Wildes dabei, dass wir beides haben. Manchmal wird es wichtig sein zu schleichen. Manchmal werden die Feuerpfeile wichtig sein. Aber ich glaube, sobald wir einen Feuerpfeil abfeuern, wissen die ganz genau, wo wir sind. Währenddessen bei ruhigen, schleichartigen Manövern es niemand weiß. Glaube ich jedenfalls. Oder ich hoffe es. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ja, leckt mich doch, ganz ehrlich. Ich will euch gar nicht mehr sehen. Zwei von 100, immerhin. Besser als nichts. Ich wette, ich könnte die Kühe töten, ohne dass es jemand merkt. Ah, ein Fuchs. Hab ich doch gesehen. Zwar jetzt nicht mehr, aber gerade eben noch. Hi. Schön. Schön, schön, schön. Hat er sich dann einen Straßendieb geschnappt. Und noch einen. Huch, das war kein Dieb. Das war Kleidung. Na, wieso nicht? Und ich kann die Feuerpfeile einfach wieder einsetzen. Ich werde das Ding sowas von hochskillen. Die sind so krass. Oh, es gefällt mir. Hier kann ich mich heilen, wenn ich wollte. Oh, du hast schon Leben verloren. Du arme kleine Sau. Aber leider, wo ein Wolf ist, sind auch mehrere Wölfe. Ich höre sie. Ich schleiche durch das Gras. Wie ein echter Pirscher. Ja, ich hab dich schon gesehen. Kleiner Pisser, du. Auch noch leer. Er wagt es auch noch leer zu sein. So, wir sind zurück in der Stadt. Alles ist gut. Oh, das kleine Schwein. Ich freue mich immer wieder über das kleine Schwein. Vor allem spare ich so Pfeile. Das ist richtig krass. So, ich denke mal, das reicht auch erstmal fürs Grobe. Fürs Geld und so weiter. Denn wir machen jetzt echt gut Schaden. Man muss es nicht übertreiben. Wir müssen nicht gleich OP werden am Anfang. So, Dude. Wo bist du? Hast du gemerkt, dass ich dich beklaut habe? Wieso war ich da? Ich will Bücher kaufen. Ich könnte zwar noch ein paar Schleichbücher kaufen, aber naja. So viel zu tun. So. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Ja, ja. Sagt, komm, was ihr braucht und macht schnell. Hey. Wo ist der Rest? Willst du mir nichts mehr verkaufen? Dreckiger Gerber, du. Zieh dich. Reitet wohl. Du mich auch. Ist wahrscheinlich nicht mehr im Dienst. Gut, Freunde, aber bevor wir jetzt das Rätsel um die Schatulle lösen, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge, die außergewöhnlich gut wird. Haut rein, euer Zero. Tschüss.